Ein Käse im Wert von über 12'000 Franken. Am Freitag hat Emmentaler ihren berühmtesten Käse Emmentaler AOP zu Bern versteigert. Die Kultmarke hat dabei tatkräftige Unterstützung von ihren beiden Botschaftern Michel Hunziker und Matthias Sempach bekommen. Sehr positiv überrascht, hat Spass gemacht. Wir hatten auch Wetterglück und wir sind stolz, dass wir den Emmentaler Käse für diesen Preis vorgebracht haben. Es hat sich richtig gelohnt, gell? Gelohnt hat es sich auf alle Fälle. Der versteigerte Käse ist von Michel und Mattu höchstpersönlich hergestellt worden. Vom Kuhmelken bis zur Gestaltung der Leibetikette. Für nichts sind sich die beiden prominenten Markenbotschafter schon gewesen. Und das Resultat lässt sich zeigen. Der Käse hat ganze 19,5 von 20 möglichen Punkten auf der Qualitätsskala bekommen. Da kommt auch der Käser Bernhard Meier in Schwärme. Das war sehr schön, wie sie in unsere Käse gekommen und den Emmentaler AOP hergestellt haben. Sie haben wirklich mitgemacht und haben mit Freude angepackt. Und sie sind herzlich willkommen weiterhin bei uns. Zahlreiche Käsefans haben dann auch für das Goldstück geboten, so dass eine stolze Summe von 6'100 Franken zusammengekommen ist, die Emmentaler selber noch verdoppelt hat. Der gesamte Betrag kommt der Stiftung Theodora zugute, die das Leiden von Kindern im Spital durch Freude und Lachen lindert. So schmeckt der Bäuter und Bäuterinnen den feinen Käse doch gerade noch besser. Einen guten.